Herzlich willkommen beim neuen Video von Motorrad Christiansen. Wir sitzen mit unserer Firma in Münster. Heute möchten wir euch die nagelneue Royal Enfield Himalayan aus dem Jahr 2021 vorstellen. Das sind die neuen Euro 5 Modelle. Und gibt es auch einige Neuheiten an dem Fahrzeug. Bisher sind die drei Farben lieferbar. Die gibt es so in einfarbig lackiert, wie jetzt hier vorne das Modell. Fragt mich nicht genau, wie jetzt die ganzen Bezeichnungen sich nennen. Das ist jetzt auf jeden Fall hier irgendwie so ein Silbergrau. Dann haben wir hier so ein Grün-Grün in Bundeswehroptik. Und dann haben wir die Two-Tone-Lackierung, also Zweifarblackierung. Die sind preislich ein bisschen teurer. Ich meine, die einfarbigen liegen so um die 5000 Euro und die kosten 200 Euro mehr. Die in Granit-Black ist das, glaube ich. Die ist zweifarbig schwarz. Die wird irgendwann in den nächsten Wochen kommen. Da warten wir auch schon drauf. Haben wir auch schon ein paar Stück von verkauft. Fangen wir mal mit der coolsten Neuheit von Royal Enfield an. Die Dinger haben jetzt Navis. Jetzt gucken wir uns das Ganze mal hier direkt am Fahrzeug an. Die funktionieren aber nur gekoppelt mit einem Mobiltelefon. Schlüssel haben wir schon drin. Jetzt machen wir das Ganze mal an. Jetzt haben wir hier ein Zusatzinstrument und das funktioniert mit Google Maps. Und da bin ich mal gleich bei der Probefahrt gespannt. Der Patrick war so nett und hat mir die Software hier schon auf mein Handy gemacht. Könnt ihr einfach im Play Store oder im Apple Store euch die Royal Enfield App runterladen. Kannst ja mal zeigen, ne? Die haben wir jetzt hier vorne drauf. Royal Enfield, da können wir dann einmal draufklicken. Dann geht die offen. Beim ersten Mal müsst ihr euch da anmelden, registrieren mit einer E-Mail-Adresse und ich weiß gar nicht, die Fahrgestellnummer vom Fahrzeug, glaube ich. Nee, gar nicht. Einfach nur das Fahrzeug anmelden. Die Verbindung läuft über Bluetooth, ist aktuell noch auf Englisch, wird demnächst aber auch in Deutsch kommen. Aber wir gucken jetzt einfach mal, wir geben jetzt mal einfach ein, wo wollen wir dann mal hin? Später. Komm, wir fahren mal zum Hauptbahnhof. Hauptbahnhof Münster, hier wird schon angezeigt. Jeder kennt die Google-Klamotten. Dann einmal unten bestätigen und dann wird mir hier das schon angezeigt. Drücke ich nochmal auf Navigation. Was heißt das? Navigation Beam Display. Ah, hier. Siehst du, jetzt ist es schon auf dem Display. 3,8 Kilometer entfernt, 150 Meter weit. Da ist das, soweit ich das verstanden habe, ohne Karte. Das sind nur Richtungspfeile, aber ist natürlich völlig ausreichend. Ich habe es ja vorher im Handy eingegeben, wo ich hin möchte. Und Google Maps aktualisiert Stauumleitung und sowas ja sowieso. Gucken wir uns gleich während der Fahrt an. Testen wir auf jeden Fall. Da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Hier gibt es heute auch ein bisschen längere Probefahrt. Ich möchte nämlich auch, wenn wir die warm gefahren haben, einmal kurz auf der Autobahn die Höchstgeschwindigkeit testen. Die Fahrzeuge haben den gleichen Motor wie im letzten Jahr, nur mit Euro 5. Haben trotzdem noch die vollen 24,3 PS. Also da haben die an der Leistung gar nicht gelitten. Wir haben eine Bodenfreiheit von 220 mm, was auch sehr cool ist. Die Fahrzeuge sind ja mit 5000 Euro eh schon super günstig, aber die bieten schon sehr viel. Ne? Wir haben hier schon Alu-Unterfahrschutz haben wir hier drunter. Wir haben Navi mit drin. Wir haben Zweikanal-ABS vom Hinterrad, lässt sich abschalten. Wenn man im Gelände fährt, ist das eigentlich ganz schön, wenn man das Hinterrad auch blockieren kann. Da gucken wir uns nachher auch mal an, wie das geht. Habe ich mir selber auch noch nicht angeguckt. Sind richtig schön große Motorräder. Ne, wieder zu meinen Daten. Ich bin 1,91 und wiege 105 Kilo. Und ich habe richtig Platz auf dem Ding. Ne? Wenn ich jetzt runtergehe, habe ich trotzdem, ist das Fahrzeug jetzt nicht so super hoch. Also auch wenn ihr nicht ganz so groß seid, werdet ihr hier mit den Füßen super auf den Boden kommen. Und hier ist von groß bis klein, haben die so einen guten Mittelweg gefunden von der Größe und Fahrzeuggeometrie, dass man hier echt super drauf sitzen kann. Windschild ist hier schon ein vernünftiges mit drauf. Die ganzen Armaturen und alles, das gucken wir uns gleich, würde ich sagen, einfach mal bei der Probefahrt an. Ich habe auf jeden Fall schon richtig Bock. Was haben wir denn heute? Wir haben heute den 7. Mai und ich friere mir den Arsch ab. Wir haben irgendwie 7 oder 8 Grad, das ist echt ein bisschen ätzend. Aber sind ja Produktneuheiten, die wollen wir euch unbedingt vorstellen. Und ihr wisst ja, wollt ihr so ein Ding Probe fahren oder kaufen, ihr müsst natürlich zu uns kommen. Ihr sollt nicht zu den anderen, ne? Immer schön zu uns kommen. Bei uns dürft ihr alles fahren, ausprobieren, angucken, drauf rumsitzen, hüpfen, springen, wie ihr wollt. Wichtig ist nur immer noch, Corona ist aktuell, ruft uns an, macht einen Termin. Ich schnapp mir meine Klamotten. Solange wie ich mir meine Klamotten anziehe, bekommt ihr noch mal ein paar Außenaufnahmen von den Dingern. Und damit ihr mal seht, was wir für einen Aufwand betreiben. Hier kannst du ja einmal rüberschwingen oder einmal rüberlaufen. Parallel dazu machen wir gerade noch ein Unboxing-Video zu einem CF Moto 1000, weil jetzt gerade kommen super viele Produktneuheiten und ganz, ganz viele Neuvorstellungen für euch. Hier der Philipp und der Jan, die bauen das gerade zusammen. Das wird auch sehr, sehr geil. Also wie ihr seht, wird ein interessantes Jahr. Ich hole mir meinen Helm. Bis gleich. Thank you.
So Leute, jetzt geht's los mit der Probefahrt mit unserer nagelneuen Himalayan. Und natürlich möchten wir auch das Navi testen. Mache ich mal eben hier Zündung an und warte mal kurz, dass der sich verbinden kann. Jetzt hoffe ich, dass ihr das mit der GoPro sehen könnt. Dann starte ich die Royal Enfield App. Ein paar Sekunden später. Jo, hat funktioniert. Dann machen wir mal nochmal Hauptbahnhof. Dann zeige ich euch mal den Hauptbahnhof in Münster. Fahren wir einfach mal eine kleine Runde durch die Stadt, gucken, wie das funktioniert. Und dann machen wir auf jeden Fall noch ein Stückchen Autobahn. Wenn es jetzt gleich zu doll regnet, werde ich das aber kurz unterbrechen. Wie gesagt, die App ist noch auf Englisch. Die arbeiten aber dran, dass die auch auf Deutsch geht. Aber damit kommen wir klar. Route wird schon angezeigt. Ich mache einen Bildschirmschoner am Handy an und jetzt kann ich das einfach einstecken. Und dann läuft das Ganze schon. Wollen wir mal los mit dem Schätzchen hier. Guck mal, habe ich hier sogar ein Preisschild dran. 4.970 Euro kostet das gute Stück. Aktuell. Ihr müsstet Tagespreise mal ein bisschen vergleichen. Ja. Ich habe von den Jungs aus der Werkstatt mal wieder nur sehr wenig Sprit bekommen. Das Fahrzeug ist nagelneu. Ich mache auch quasi mal eben die Probefahrt hier. Ob die Jungs auch ordentlich gearbeitet haben in der Werkstatt. Ja, wenn die neu sind, müssen die manchmal erst eben eine Minute laufen, bevor man richtig los kann. Wie gesagt, der Motor hier aus dem Karton raus hat noch nichts gemacht, außer dass die den in der Werkstatt gestartet haben. Gucken wir uns mal Anzeige an. Dann kann der Motor mal kurz ein bisschen durchatmen. Ah, ich sehe gerade, Ganganzeige haben wir hier unten. Ich wollte nämlich neutral reinmachen. Siehst du, hab direkt den zweiten geschalten. Jetzt steht hier 0. Neutrallampe leuchtet. Ganganzeige bin ich super Fan von. Temperaturanzeige haben wir 14 Grad. Gefühlt, ich finde es auf jeden Fall kälter. Wir haben eine vernünftige Tankanzeige. Hier unten haben wir einen Kompass. Auch auf jeden Fall ein cooles Future, damit man weiß, in welche Richtung man gerade fährt. Drehzahlmesser. Geschwindigkeit in Meilen und km/h. Hier drunter sind die normalen Kontrollleuchten, natürlich für den Blinker. Ne? Zur Seite drücken, zum Ausmachen hier mittig draufdrücken, dann geht das wieder aus. Wir haben auf der rechten Seite hier einen Warnblinker, blinkt beides. Haben wir hier nochmal Kontrollleuchten, aber man sieht hier vorne auch die beiden Blinker. Das ist alles absolut top. Wir haben natürlich einen Notausschalter, wie sich das gehört. Aber wir wollen ja jetzt gleich losfahren. Spiegel sind vernünftig, ich kann ordentlich an den Schultern vorbeigucken. Hier nervt mich ein bisschen der Aufkleber, aber der muss jetzt dranbleiben. Die Hebel sind leider beide nicht einstellbar von der Griffweite. Schade. Das wünsche ich mir eigentlich auch immer bei allen Fahrzeugen. Das fehlt hier. Ansonsten ausstattungstechnisch würde ich sagen, sind wir hier erstmal vollständig. ABS, Hinterachse lässt sich abschalten. Gerade für die Leute, die auch mal im Gelände unterwegs sind, ist das eigentlich eine ganz angenehme Sache, weil man da auch einfach mal, um eine Kurve driften zu können, mal hinten bremsen möchte. Oder wenn man richtig losen Hintergrund hat, dann regelt das ABS ja die ganze Zeit und da hat man einfach auch mal eine bessere Bremswirkung, wenn man voll reinlangen kann. Ich roll mal eben einmal vorwärts, damit ABS-Kontrolle ausgeht. Da muss man immer einmal fahren, bis der ein Signal vom Sensor bekommt. So, neutral wieder drin. Jetzt mal gucken, wenn ich hier ABS drücke oder gedrückt halte. Ah, jetzt habe ich länger gedrückt und man sieht da, ABS ist abgeschaltet. Das muss ich mal eben kurz ausprobieren. Ob das auch funktioniert, fahren wir mal langsam. Und jo. Funktioniert, hervorragend. Hinterrad hat blockiert. Sehr cool. Mal gucken, ob einmal draufdrücken reicht. Einfach lange gedrückt halten. Siehst du, das ist, wenn man nicht genug Geduld hat. Ich habe jetzt einmal lange gedrückt gehalten. ABS ist wieder aktiviert. Ich teste das mal eben nochmal, ob das hier auch funktioniert. Jo. Funktioniert einwandfrei. So, wie versprochen, fahren wir mal Richtung Bahnhof und testen mal das Navigationsgerät. Tankinhalt sind 15 Liter, 5 Reserve. Wir haben immer noch den 411 Kubik Einzylinder Motor hier drin mit 24,3 PS. Sitzhöhe könnte ich gleich noch mal gucken. Ganz so hoch, wie man befürchtet, ist die gar nicht. Also ihr müsst jetzt nicht 1,85 Meter groß sein, um hier gut mitfahren zu können. Ja, mit dem Navi ist natürlich sehr geil, ne? Nice. Das ist mal ein Future, was neue Motorräder haben müssen. Sehr, sehr geil. Die Royal Enfield Meteor kommt ja bald als 350er. Die wird das Navi auch haben. Mega cool, gerade in dieser Preiskategorie von Motorrad. Die Himalayan ist gebaut. Einfaches Konzept. Soll funktionieren auf der ganzen Welt. Mit oder ohne befestigte Straßen. Man soll mit dem Ding eigentlich überall hinkommen können. Und ob ihr es glaubt oder nicht, das kann man auch. Die funktioniert
einfach immer. Nicht die leistungsstärkste, aber dafür eine der zuverlässigsten, die man bekommen kann. Ich habe auch schon eine Tour mit meiner Frau hier hinten drauf gemacht. Auch zu zweit hat man hier genug Platz. Beim LKW überholen mit zwei Personen und Gepäck, da merkt man allerdings, dass die Motorisierung nicht die größte ist. Navi funktioniert gut. Es ist auch schön hell. Guck mal, ich muss jetzt in 2,3 Kilometer links abbiegen und in 3,1 sind wir schon da. Wir sind nämlich gar nicht weit weg vom Hauptbahnhof, aber für einen Navi-Test ist das jetzt genau das Richtige. Wir können die Maschine hier in der Stadt ein bisschen warm fahren. Müssen wir gleich mal ein paar Gullideckel oder so mitnehmen und mal gucken, wie hier Bodenwellen und so weggeschluckt werden. Aber fühlt sich fürs Erste hier schon ganz ordentlich an. Also von Ersten in Neutral schaltet die sich jetzt gerade noch ein bisschen schwierig. Von Zweiten in Neutral komme ich allerdings super. Aber meistens schaltet man ja auch von Zweiten in den Neutralgang während der Fahrt, wenn man auf eine Ampel oder so zuschaltet. Kupplung ist schön weich, da ruckelt und stottert nichts beim Einkuppeln. Beleuchtung vom Tacho gefällt mir auch, dass hier immer bei 20, 40, 60 diese Längsstriche sind. Da kann man sich wirklich sehr gut dran orientieren. Muss man sich eigentlich noch mal bei Nacht dann gucken. Das schaffen wir heute allerdings nicht. Und Leute, es ist saukalt. Schweinerei! Furchtbar. Eigentlich habe ich gehofft, heute scheint die Sonne, weil wir heute noch mehr Videos für euch drehen möchten. Es ist wirklich rattenkalt. Vom Ersten in Neutral, wir können noch mal gucken, mache ich mal Ersten rein. Siehst du, da hatte ich nämlich jetzt im Zweiten geschalten und Moped aus. Testen wir mal gleich nochmal. Ist aber, glaube ich, für die Handhabung jetzt auch nicht wichtig. Ja, die Temperatur geht auch langsam runter, jetzt wo wir unterwegs sind. Das bestätigt meinen Verdacht. Wir hatten nämlich keine 14 Grad, jetzt ist die Temperatur schon auf 12 runter. Wo bleibt der Sommer? Furchtbar ist das hier. Jo, ich habe noch kein Vollgas gegeben, zieht auch sauber durch. Aber wie gesagt, die ist neu, die wollen wir mal eben noch ein bisschen warm fahren. Aber der erste Eindruck ist wirklich super. Der Motor klingt schön kernig. Man hat trotzdem nur sehr wenig Vibration im Fahrzeug. Das ist auf jeden Fall ein Pluspunkt. Dann gucken wir uns gleich nochmal hier vorne von diesen Bügeln, wo man auch noch Taschen oder so montieren kann. Gucken wir uns nochmal die Schweißnähte und so an. Die haben mir bei dem 2020er Modell nicht so gut gefallen. Klar, die haben komplett durchgeschweißt, ist alles gut. Aber das waren jetzt keine Bilder. Buchschweißnähte. Wegen der Stabilität braucht man sich überhaupt keine Sorgen machen, aber das hätte man schöner verarbeiten können. Das gucken wir uns dann gleich nochmal an, wenn wir zurück sind. Erster Eindruck ist gut. Hier in 250 Metern biegen wir links ab und dann gucken wir mal, ob wir auch am Bahnhof landen, ob uns das Navi den richtigen Weg geführt hat. Ich habe gesehen eben 20 Minuten später. Scheinwerfer ist hier noch kein LED, da ist ein normales Leuchtmittel drin, in den Blinkern auch. Rücklicht müssen wir uns gleich mal angucken. Ich sag mal so, wenn man jetzt ein günstiges Allerweltmotorrad sucht, das Licht fällt aus und man ist wirklich irgendwo im Himalayengebirge unterwegs, da wird man wahrscheinlich keinen neuen LED-Scheinwerfer bekommen. Leuchtmittel gibt es aber auf der ganzen Welt. Da könnte ich diesem Fahrzeug in der Tat verzeihen, dass hier noch kein LED verbaut ist. Da vergebe ich jetzt mal weder einen Minuspunkt noch einen Pluspunkt für. Wie gesagt, dadurch, dass man hier mit Around the World reisen kann, kann ich dem Motorrad das verzeihen. Gleich bei der Fahrt bin ich noch gespannt, wenn wir ein bisschen länger unterwegs sind, wie gut das Windschild funktioniert. Bei meiner Körpergröße gehe ich jetzt schon mal davon aus, dass das schöner wäre, wenn das noch ein ganzes Stück höher wäre. Kann ich aber auch noch mal einen Zubehörkatalog gucken, ob es hier noch eine andere Variante gibt. Guck mal, jetzt kommt hier ein Tunnel. Fahre ich mal langsam durch. Aber das Navi ist und die Instrumente sind mega gut abzulesen. Sehr aufgeräumt, sehr sauber. Und dadurch, dass die ein weißes Licht im Hintergrund haben, finde ich sogar relativ modern. Also Instrumente sind vollständig und sind auf jeden Fall gelungen. Und das Navi finde ich bis jetzt auch richtig gut. Jetzt könnte man natürlich nochmal probieren, wenn man sich einen Kopfhörer vom Handy ins Ohr steckt, hat man wahrscheinlich sogar eine Ansage, wo man langfahren muss. Davon gehe ich jetzt mal aus, weil es ist halt ein Google-Navi. Google hat das. Ich brauche das aber nicht. Ich finde das so perfekt. Auf dem Motorrad brauche ich keine Karte, wo man noch tausend Sachen sieht. Da wird man sowieso nur von abgelenkt. So komme ich sicher ans Ziel, konzentriere mich auf den Straßenverkehr. Das haben die top gelöst hier. Richtig gut. Vor allen Dingen reden wir hier immer noch über ein vollwertiges Reisemotorrad, womit man super lange Touren machen kann. Und es kostet 5000 Euro. Das ist natürlich wirklich sensationell. Zieht sauber durch. Motor funktioniert gut.
Und wir sind jetzt am Hauptbahnhof. Also Navi funktioniert auch. Er sagt jetzt hier in 150 Metern rechts abbiegen, dann bin ich direkt am Eingang. Wir fahren aber jetzt eben geradeaus, um statt auswärts zu fahren. Ich würde sagen, ich verabschiede mich kurz. Und wenn wir vor der Autobahnauffahrt sind, um eben Topspeed-Test zu machen, melde ich mich gleich zurück. Kleiner Zwischenstand. Natürlich hat es angefangen zu regnen, deshalb war ich jetzt noch nicht auf der Autobahn. Das verschieben wir auf ein bisschen später. Dann bereiten wir erstmal noch ein paar andere Sachen für euch vor. Rote hat er. Ja, jetzt hat das funktioniert. Okay. Ich hatte gerade eben das Motorrad am Laufen und bin weggelaufen, rote Nummer holen und so ein Zeug. Und dann war wahrscheinlich einfach die Verbindung vom Handy weg. Jetzt habe ich eben kurz neu gestartet und jetzt ist alles da. Jetzt können wir auch mal eben unser Topspeed-Video drehen. Und dann habe ich bei der ersten Probefahrt, die wir von abgebrochen haben, gemerkt, dass wenn man dann die Fahrt beendet hat, werden einem noch ein paar coole Sachen mit dem Handy angezeigt. Wie lange man unterwegs war, die gefahrene Gesamtkilometer und sowas, das zeige ich euch dann gleich nochmal. Wie gesagt, ich habe mich vorher mit der App auch noch nicht beschäftigt. Vielleicht hat die sogar noch weitere Funktionen. Das schauen wir dann mal. Guck mal, Freund und Helfer ist hier auch wieder unterwegs. Ich habe jetzt auch gar nicht vorher geguckt, was wir hier für eine angegebene Höchstgeschwindigkeit haben. Kann ich euch gerade in der Tat nicht sagen. Aber was mir hier gerade positiv aufgefallen ist, hier sind Stahlflex-Bremsleitungen verbaut. Das ist auf jeden Fall auch nochmal ein Pluspunkt. Das machen ja heute auch schon die meisten. Gut, ich würde sagen, gleich auf der Autobahn hört ihr wieder von mir. Bis gleich. So, Freunde, ich bin jetzt hier mal eben auf einem Parkplatz angehalten. Autobahnparkplatz. Jetzt gucken wir mal, wenn ich das Fahrzeug ausmache. Jetzt sage ich hier Stop Navigation. Und jetzt sagt er mir Durchschnittsgeschwindigkeit 78. Ich war 13 Minuten 54 unterwegs und 14,8 Kilometer. Das finde ich auf jeden Fall ziemlich cool. Man hat ein paar Daten. Ob an der App oder so demnächst noch mehr Möglichkeiten sind oder zusätzliche Futures, das kann ich jetzt noch nicht sagen. Es funktioniert absolut problemlos, nach und sicher ganz einfach zu bedienen. Kommen wir mal zum Bike. Topspeed, habt ihr eben gesehen, 128 auf dem Tacho, ziehen ein bisschen was ab. Das ist aber nicht die Disziplin, was das Motorrad gerne mag. Das Ding ist für die Landstraße gebaut, wenn du da 100, 105 fährst, was man halt so normal fährt, um keinen Ärger zu bekommen, ist das ein richtig geiles, super günstiges Reisebike. Wie gesagt, ihr müsst dran denken, das Ding kostet 5000 Euro mit ABS, Zweikanal ABS hinten abschaltbar. Wir haben Navi drin, wir haben ein volles Cockpit, Uhrzeit, Drehzahlanzeige, Höchstgeschwindigkeit, eine vernünftige Tankanzeige, einfach alles. Ne? Also das Cockpit ist wirklich komplett. Was mir fehlt, sind die einstellbaren Hebel. Was ich dann ja vorhin schon einmal gesagt habe, wir haben hier halt noch eine klassische Beleuchtung mit normalen Glühbirnen. Hat Vor- und Nachteile, deshalb gebe ich da weder einen Minuspunkt noch einen Pluspunkt für. Wenn ich sage, ich fahre mit dem Ding wirklich eine Weltreise, eine Afrika-Tour oder was weiß ich, kann ich natürlich überall mein Leuchtmittel tauschen, weil ich die echt überall bekomme. Bremsen funktionieren hervorragend. ABS ausschalten, das war hier im Cockpit, einfach den ABS-Knopf gedrückt halten. Habe ich vorhin einfach nicht lange genug gedrückt. Funktioniert auch einwandfrei. Für ein Gelände ist das auch richtig cool. Wir haben eine Edelstahl-Auspuffanlage, die echt ganz netten Sound macht, trotzdem sehr leise ist. Bei einem Reisemotorrad will man auch keinen Krach haben. Schweißnähte habe ich erwähnt. Und man sieht jetzt hier die Schweißnähte, ne? Das sind jetzt immer noch keine Schönheiten, wie man das jetzt bei anderen Herstellern kennt. Aber sie sehen deutlich besser aus als im letzten Jahr. Da waren die wirklich, also das haben die verbessert. Das ist noch nicht perfekt, haben sie aber verbessert, halten tut das. Aber ist halt eine optische Sache, ne? Wenn man hier eine Schweißnaht anfängt und dann hat man hier so einen dicken Knubbel zwischendurch und so, das mag ich nicht. Kann ich dem Motorrad aber ganz gut verzeihen. Ja, das war mein Fazit. Ob alleine oder zu zweit, geiles Reisebike. Ist jetzt kein Autobahnmotorrad, wo ich dann ohne Ende Kilometer mitschrubbe. Das ist eher der Landstraßenräuber, Querfeld einfahren, auch da, wo die normale Straße aufhört, macht damit richtig Spaß. Ihr kriegt noch ein paar coole Bilder davon. Wir haben die Fahrzeuge in allen Farben, auf jeden Fall aktuell vorrätig. Das wechselt ja immer mal. Meldet euch, macht eine Probefahrt, überzeugt euch selbst davon. Wir sind Royal Enfield Vertragshändler, wir haben das ganze Programm, alles was lieferbar ist, haben wir immer da.
Wir freuen uns auf euren Besuch. Kommt auch mit euren Sachen zu uns in der Werkstatt, wenn ihr was habt. Wir haben eine riesen Werkstatt und hochqualifiziertes Personal, modernste Ausstattung, die man sich vorstellen kann. Egal welche Marke, egal welches Anliegen, wir kümmern uns drum. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.